Nach dem tödlichen Anschlag auf Japans Ex-Premier mehren sich Hinweise auf das Motiv des Täters. Shinzo Abe war gestern während einer Wahlkampfrede angeschossen worden und an seinen Verletzungen gestorben. Der Attentäter soll ausgesagt haben, er hege einen Hass auf eine bestimmte religiöse Organisation, zu der Abe Verbindungen habe. Ursprünglich habe er den Anführer dieser religiösen Gruppe zum Ziel gehabt. Mit Blumen und Gebeten trauern zahlreiche Japaner am Ort des Attentats um den Ex-Premier. Seine Leiche wurde inzwischen nach Tokio überführt.